Die deutschen SkispringerInnen haben zum Auftakt der Heim-WM nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Die Lokalmatadorin Katharina Althaus belegte als beste Athletin im Team von Bundestrainer Andreas Bauer den 10. Das erste Skisprunggold der Titelkämpfe im Allgäu sicherte sich die Slowenin Ema Klinek, sprang bei der WM in Oberstdorf von der Normalschanze zu Gold. Ema Klinek. Imago Images chancenlos in der Heimat. Die famose Medaillenserie der deutschen SkispringerInnen ist ausgerechnet bei der WM in Oberstdorf mit einem schwachen Auftritt zu Ende. Erstmals seit 2013 schafften es die Flugkünstlerin und Lokalmatadorin Katharina Althaus und Karina Vogt im Einzel von der Normalschanze, weil ein großes Ereignis nicht auf das Vogt war nach dem von ihr selbst so genannten Debakel und Rang 30 gar den Tränen nahe. Teamkollegin Althaus belegte am Donnerstag am Schattenberg als beste Deutsche nur den 10. Das erste Skisprunggold der Titelkämpfe im Allgäu sicherte sich die Slowenin Ema Klinek. Silber ging an Maren Lundby aus Norwegen, Bronze holte die Japanerin Sarah Vogt bedient. Skispringen schön und erbarmungslos. Trotz der starken WM-Bilanz der vergangenen Jahre wäre eine Medaille für das Team von Bundestrainer Andreas Bauer eine Überraschung. In diesem Weltcup-Winter schafften es die Deutschen bislang nicht auf das Podium. Viele Verletzungen warfen die Mannschaft zurück. Vogt war besonders betroffen. Die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 riss sich vor der vergangenen Saison das Kreuzband und hatte danach immer wieder mit neuen Knieverletzungen zu kämpfen. Sprünge auf 81 und 70 Meter zum WM-Auftakt ließen die 29-Jährige völlig niedergeschlagen und fassungslos. Dieser Sport ist so schön und irgendwie auch so erbarmungslos, sagte sie in der Art des Torrad ganz schön wie das, was bei einer WM passiert. Die Österreicherin Kramer im Pech Althaus konnte ihre Fähigkeiten ebenfalls nicht zeigen. Die Allgäuerin, die nach der misslungenen Qualifikation am Vortag noch zuversichtlich gewesen war, sprang nur 91 sowie 98 Meter weit. Schon nach dem ersten Durchgang trennten sie 18 Meter von der führenden Marita Kramer, die mit ihrem Satz auf 109 Meter einen Schanzenrekord aufstellte. Wegen einer verpatzten Landung im zweiten Sprung verpasste die Österreicherin am Ende aber eine. Der zweite Sprung machte Althaus etwas Hoffnung, sie lächelte wieder. Anna Rupprecht, Juliane Seifert landete auf dem 21. Platz. Hoffnung auf Teamwettbewerb am Freitag. Zuletzt hatten sich die deutschen Springerinnen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen stets als absolute Medaillengaranten präsentiert. Bei der WM vor 2 Jahren in Seefeld gewann Althaus Silber im Einzel und freute sich im Team im Mixteam. So die erste Medaille 2021 soll es nun mit der Mannschaft am Freitag geben. 17 Uhr für eine zusätzliche Chance haben Althaus, Vogt und Co. zudem auf der Glücksschanze, die in diesem Jahr erstmals im WM-Programm steht. Deutsche Presse.